gut, dass wir die Unsterblichkeit haben. All diese kurzfristige 1 Sekunden Unsterblichkeit. Sonst würden wir richtig, richtig viel Schaden teilweise kriegen. Und nicht aufsammeln, da kriegst du einfach nur Schaden, wenn du da Stacheln reingehst. Auch wenn das extrem komisch ist. Also wenn ich jetzt so in Real Life vor einem Haufen Stacheln stehen würde. Und da wären Goldmünzen vor den Stacheln. Und ich würde ganz langsam auf die Stacheln zugehen. Und ich würde den ganz langsamen Stachel berühren. Würde das nicht so richtig wehtun. Aber hier ist gleich Zeta und Mordio. Na gut, ist vielleicht ein bisschen komisch zu programmieren. Sie müssten dann die Fallgeschwindigkeit berechnen und dann gucken, wie viel Gewicht der Held hat und daran dann den Schaden und so weiter. Aber ja. Während ich schwafel, hat dieser fleißige Barbar hier den Raum geknackt. Und zwar durch seine Savant-Eigenschaft. Weil normalerweise braucht man immer den richtigen Zauberspruch bei diesen Töte alle Gegner und die Gegner sind versteckt oder verbunkert. Und als Savant hat man halt die schöne Eigenschaft, dass man immer wieder neue Sprüche bekommt. Der einzige Haken ist halt, man hat meistens nicht genug Mana. Aber wir haben ja in den vorherigen Leben ab und an mal Mana erhöht. Und genau das zahlt sich jetzt aus. Und das ist schön. So, Puschel, Puschel. Und Tonk. 4800. Ja, das sind ganz schön viele. Jo. Und Eisschmeißer und überhaupt. Mach kaputt. Mach kaputt. 5000 Gold, 30% Lebenspunkte. Haben wir schon besser gemacht. Genau, einfach mutwillige Zerstörung, wenn das Spielerkönnen nicht reicht. Das ist Kompensation genug. Ja? 6606 Gold. Hm. 64. Komm, du musst 3 Münzen aufsammeln. 2 Münzen aufsammeln. Komm, 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 komm. Es wird nichts. Seht ihr auch kaum, ne? Ja, ich irgendwie auch. Haha, verarscht. War aber ungewöhnlich. Normalerweise versage ich in den Räumen in irgendeiner Form immer. Meistens vergesse ich, dass ich Dreifachsprung habe oder ich dash an der falschen Stelle oder sonst was. Naja. So, noch ein großer Raum mit vielen Monstern. Viel zu viele Projektilen. Und mal wieder kein Schrei benutzt. Also, und mit dem Kopf in die Stacheln. Aber 10 HP pro Kill, das ist echt abgefahren. Ja, das wirst einmal getroffen. Warte mal, ich muss nur darauf achten, wie viel Schaden sie nimmt, wenn sie getroffen wird. Guck mir mal Schaden. Das wäre jetzt echt nett, wenn du Schaden nehmen würdest. Dann kann ich gucken, wie viel du bekommst. Und dann kann ich rechnen, wie viel Gegner du umbringen musst, um das wieder auszugleichen. Treffen bitte. Aha, 35. Also 3,5 Gegner. Ja, man kann 0,5 Gegner umbringen. Irgendwie bestimmt. Also 3,5 Gegner, um wieder den Schaden auszugleichen, den man bekommen sollte, falls man getroffen wird. Okay. So. Boris ist gleich tot. 111. Ja, okay, es kommt drauf an, von was man getroffen wird, huh? Was haben wir da? Den Huli-Helm. Der ist nicht so toll. Also momentan, ohne dass ihr es hören könnt, grübel ich hier gerade, also damals in dem Spiel darüber nach, was denn der Holy Helm Tolles gemacht hat. Und ich komme zu dem Schluss, dass er weder positiv noch negativ sein muss, da ich mich nicht wirklich daran erinnern kann. Was Schwachsinn ist, denn ich kann andauernd irgendwas vergessen. Das muss gar nicht positiv oder negativ sein. Das ist eine sehr einprägsame Eigenschaft von mir. Ich kann Wissen vergessen. Was aber auch wichtig ist, weil sonst ist man einfach nur zu gedröhnt mit nutzlosem Zeug. Aber ja, was wollte ich gerade sagen? Genau, er hat darüber debattiert, ob der Rudi-Helm wichtig ist oder nicht und hat drauf gekommen, dass er kann nicht wichtig gewesen sein oder kann nicht gut gewesen sein oder nicht schlecht gewesen sein. Aber er ist schlecht. Jedenfalls für die meisten Klassen, die wir spielen. Denn er hat weniger HP, er hat weniger Mana, weiß ich gar nicht. Aber er hat auf jeden Fall weniger HP und weniger Rüstung. Dafür hat er halt Ziffern. Also wir kriegen Mana zurück. Wayne. Außer wir spielen jetzt einen... Aber Space Sword wäre es auch nicht wichtig. Der kriegt eh mit jedem Schlag tierisch viel Mana zurück. Ein Archmage spielen wir nie. Weil er einfach viel zu wenig Lebenspunkte hat. Für den Archmage wäre es vielleicht interessant. Lich. Lich kriegt permanente Lebenspunkte wieder, wenn er was tötet.
und kann die mit Tastendruck in Mana verwandeln. Also in maximales Mana. Ja doch, für einen Lich wäre es auch interessant. Aber das wird auch eine Weile dauern, bis wir, glaube ich, damit rumspielen. Allgemein wird es eine Weile dauern, bis wir die ganzen interessanten Sachen einfach mal ausprobieren. Was haben wir, den Drachen? Den haben wir noch nicht mal freigeschaltet. Weil es halt keinen Sinn macht, neu beim Lich King. Ja, aber sobald wir genug Gold haben und hier mehrere Etagen einfach leer farmen können, ohne große Probleme zu haben, dann können wir auch mit sowas anfangen. Also, dass wir uns Builds ausdenken, die man interessant kombinieren könnte. Also Klasse, Rüstung, Runen. Und die dann einfach ein bisschen ausprobieren. Weil immer nur Barbar und Paladin und Akoge im Wechsel wird doch ein wenig fad. Und ich bin mir 100% sicher, dass die anderen Klassen in bestimmten Situationen wesentlich besser wären als die jetzigen. Und einfach auch interessanter. Nur halt auch dementsprechend schwer erstmal reinzukommen. So, wir haben schon 18.000 Gold. Wow. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Zing, 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 zing. Kaputt, kaputt, kaputt. Und in den Eisendienst rein. Aber guckt euch das mal an. Schon wieder 40% Lebenspunkte. Obwohl sie andauernd getroffen wurde. Also das Dark Sword ist echt der Hammer. Das dann noch mit den drei Blutruhen zusammen. Das ist, ja. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Rüstungsklasse hätten vielleicht und ein bisschen mehr Angriffskraft, damit die Gegner schneller sterben, wären wir eine richtige Killermaschine. Stampf. Genau. Achtung, Gas. Ja. Das ist auch böse. Man springt runter, man hat keine Ahnung, was unten ist. Und dann ist dann Wolf und zwei Abschusskanonen. Oder halt Blümchen und Wolf. Nee. Also manche Räume sind da echt gnadenlos. Genau wie der eine Raum, den wir von der Weile auch hatten. Wo man runterspringt. Also man kommt oben rein. Man hat gar nicht die Wahl, irgendwo runterzuspringen. Man fällt einfach, wenn man reinkommt. Das war auch gerade sehr radikal. Aber man fällt, wenn man reinkommt. Und landet sofort auf irgendetwas. Zum Beispiel der Helm von so einem Riesenritter. Und kriegt dann Schaden. Wenn das jetzt New Game plus wäre, wäre es wahrscheinlich ein Instant Tod. Einfach nur dadurch, dass der Raum so komisch generiert wurde. Slayer Chestplate. Da sind mir auch die Augenbrauen hochgegangen. Das klingt nämlich sehr interessant. Aber auch so ein bisschen nach Berserker. Also weniger Lebenspunkte, dafür dann mehr Schaden, was in der Richtung. Und dem ist wirklich so. Also die Chestplate macht höhere Crit-Chance, höheren Crit-Schaden und noch irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr was. Genau. Damage Retaliation. Aber dafür hat sie halt sehr wenig Rüstungsklasse. Also, nee. Könnten wir mal gucken. Für den Barbar später vielleicht. Ganz interessant. Kein Springen. Ja, wir haben fast keine Lebenspunkte mehr. Aber wenn ich hier wagen, wo dann? Aber wenn wir hier sterben, sind wir bald tot. Wenn wir aber nicht sterben, kriegen wir noch eine Runenkiste dazu. Was ja doch ganz praktisch ist. Swoosh, swoosh, swoosh. Na schön, was kriegen wir? Retaliation, ja. Yeah. Aber so oder so kriegen wir alle Runen voll. Und wenn wir alle Runen voll haben, dann kriege ich irgendwie mein Steam-Achievement. Und alle Ausrüstungsgegenstände voll. Ich glaube, es fehlen mir nur noch drei Achievements. Also ich gehe nicht wirklich aktiv hinter denen hinterher. Aber wenn man das dann zwischendurch mal sieht, wäre es schon ganz schön, das voll zu haben. So, komm, spring, spring. Bald kannst du fliegen, aber noch musst du springen. 23 Lebenspunkte. Woran starb sie eigentlich? Bitte nicht so ein Stachel, das wäre albern. Teleportierst dich weg? Warum so geil, teleportierst du dich weg? Du sollst sterben, du sollst Geld ausgeben. Nö. Ja. Okay. Dort willst du auf Nummer sicher gehen. Und überall nach Hühnchen suchen. Stachelraum. Ja, und? Ist das beim Ice Mage? Nein. Aber den Ice Mage umbringst, hältst du einen Treffer aus. Weil dann hast du. Naja, vielleicht hältst du einen Treffer aus. Und was kommt? Tada! Ja, das war gemein. Vor allem, weil wir schon 21.000 Goldmünzen hatten. Aber wir haben sehr wenig Lebenspunkte. Das heißt, und schon kriegen wir ein Hühnchen. Merkt ihr, wie gemein das Spiel manchmal sein kann? Das Spiel weiß, wir kriegen Sonics, Hedgefluch oder was auch immer. Und dann werden wir mit Lebenspunkten zugeschmissen.
damit wir ja nicht sterben, sondern all unser Gold verlieren. Ja? Also natürlich macht das Spiel das nicht, aber könnte man ja fast denken. Ja, und noch vielleicht noch ein Hühnchen eingesammelt. Das war jetzt nicht klug. Das denke ich mir zu dem Zeitpunkt auch gerade und gehe erstmal in mich, was ich jetzt als nächstes machen will. Also ob ich jetzt weiter durchpowern will und versuchen Lebenspunkte zu bekommen, aber jedes Mal mein Geld einsammeln. Oder ob ich halt doch den Freitod wähle. Und wie ihr sehen könnt, entscheide ich mich für den Tod. Versuche halt noch möglichst viel Gold einzusammeln und dann vorbei. Genau. Sich selbst umgebracht, indem sie mit dem Kopf in Stacheln gesprungen ist, was auch nicht sehr schön ist. Oh, ein neuer Paladin. Oder Spiel und Kette. Oder eine Bahnkönigin. Ich glaube, es wird der Paladin. Na? Komm schon. Paladin? Paladin? Pupst. Ja, der pupst. Das ist richtig. Das ist nicht schlimm. Ist trotzdem Paladin. Und er hat Stacheln. Stacheln sind echt toll. Vor allem in kleinen Räumen. Mhm. So, jetzt zeig mir mal die Slayer Plate. Zing. Oh, auch neue Helme. Royal Helm. Einfach nur besser. Aber auch 10 Gewicht. Und der Hooli Helm macht halt alles weniger, sogar Mana. Dafür ein Ziffern mehr. Bäh. Ja. Wie gesagt, können für die drei Klassen interessant sein, aber sonst, ja. Stimmt, die Drachen habe ich vergessen. Für Drachen könnte es auch interessant sein. Obwohl der Drache ja auch so recht schnell regeneriert mit der Zeit, also, ne. Aber ja, hier, Slayer Helm, Slayer Chest. Genauso viel Rüstung, weniger Lebenspunkte, dafür halt Crit Chance, Crit Damage und Retaliation. Was ordentlich ist. Ja, das waren die Brustplatten. Jetzt mach zu. Mach zu und gib Geld aus. Du willst jetzt den Fliegerumhang dir kaufen. Habe ich mir sagen lassen. Und dafür brauchst du, glaube ich, zweimal das Gewichtsupgrade. Jenny, die Bracer sind nicht neu, die musst du nicht angucken. Mhm. Flugumhang. 45 mehr Gewicht. Das ist übel. Also 5-mal Gewichtsupgrade, das wird nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Okay. Passt das? Ja, das passt. Sehr schön. Flugpower. Und dementsprechend werden jetzt die Runen abgeändert. Halt kein Doppelsprung mehr, dafür Gold. Und Dash wird, glaube ich, auch weggenommen. Denn wir haben ja schon Dash. Und dafür nehme ich schneller Laufen, damit ich mich dran gewöhne. Jo, genau. So, du hast kein Gold mehr. Geh zu Schron. Jo, jetzt schneller. Wir können pupsen, wir können dashen, wir können fliegen. Schön, schön. Geh töten. Hör auf rumzualbern. Aha. Ja, du kannst fliegen. Komm. Geh in das Schloss und mach Unsinn. Mach's nicht hier draußen. Hier kriegst du kein Gold. So. 880. Ja, Peanuts. Zing, 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 zing. Und mir ist immer noch nicht aufgefallen, dass zwei Bosse noch stehen. Das finde ich echt komisch. Also eigentlich hätte mir das früher auffallen müssen. Schon in der ersten nachts synchronisierten Folge oder so. Und dann hätte ich danach handeln sollen. Ich muss mich nur echt zurückhalten mit dem Endboss töten. Bosse töten sollte man so schnell es geht, denn kriegt man nämlich Gold zusammen. Man kann sich schneller die Upgrades holen, damit das Grinden einfacher ist und auch mehr bringt. Was war das gerade für ein komisches Geräusch? So ein Blüt? Wie so ein Teleporter oder Upgrade oder irgendwas. Ja. Auch komisch. Man fliegt seitlich in Stacheln rein und kriegt Schaden. Aber das sollte eigentlich primär nur zeigen, wie schlecht ich daran bin, meine Flugkünste zu steuern. Was man hier aber auch ganz gut sieht. Und in jedem nachfolgenden Flugmanöver. Also ein Gamepad ist sowas von ungewohnt für mich. Also das einzige Mal, wo ich das Gamepad vorher in der Hand hatte, also auf PC, war Dark Souls. Und das habe ich auch nicht sonderlich lange gespielt. Und sonst früher PlayStation 1 und 2. Wobei primär 1, 2 war dann relativ neu für mich und danach habe ich aufgehört. Also ja, nicht so wirklich der Konsolenmensch und Gamepad-Mensch.
gibt mir eine Maus, dann ist es gut, aber das da kann ich nicht ordentlich steuern. Da ist für mich viel zu wenig Feingefühl drin. Also entweder das oder in meinem Daumen ist zu wenig Feingefühl drin. Und yay, wieder Hatchet's Curse. Ja, und das Ganze diesmal nicht mit 23 Lebenspunkten oder was der Bar auch immer hatte, sondern mit vollen Lebenspunkten, oder fast vollen. Und reflexartig sofort in die Keule aufgesammelt. Ja, das ist so doof, das Ding. Aber ich werde trotzdem jedes Mal den Schrein benutzen, denn ich will den Kompass wieder haben. Wir haben ja noch nicht rausgefunden, wohin der Kompass führt. Wir waren einmal kurz davor gewesen, aber bin ich gestorben. Deswegen will ich das unbedingt machen. Sobald wir das haben, kann ich gerne drüber nachdenken, das Ganze zu überspringen. Also ja, die Sachen, die dabei rauskommen, können praktisch sein. Aber das Ding hier ist eigentlich ein Todesurteil für jedes Leben. Denn ich habe nicht die Geduld, mich nach jedem Treffer 20, 30 Sekunden, ja okay, 10 Sekunden aber was damit auseinanderzusetzen, Gold wieder einzusammeln. So, mach kaputt, mach kaputt. Alles einsammeln und dann sterben. Ja, ein Treffer noch? Ich glaube zwei. Jo. Jetzt alles einsammeln, dann sterben. Und das schöne Gold ist weg. Wobei, es werden halt immer nur eine gewisse Anzahl an Münzen weggeschmissen. Ich glaube, das ist nicht prozentual. Sollte ich auch mal im Auge behalten, was das genau macht. Aber ja. Ich glaube, jetzt ist es schon soweit. Jetzt kommt der Cut.